Achso, Jungs und Mädels, ich muss mich echt sortieren, ne? Ich hab gestern aus Versehen eine Flasche Whisky mit drei Freunden getrunken. Ne, zwei. So, wir waren zu dritt und die Flasche. Irgendwas war nicht in Ordnung. Finger weg vom Alkohol. Wisst ihr, was ich meine? Kennt ihr eigentlich die Promillegrenzen im Auto? Bis 21 0,0, ne? Und danach 0,3 und 0,5. Boah, hier gibt's direkt Content, direkt Informationen. Wahnsinn. Und wenn ihr diese Promillegrenze habt, dann dürft ihr nicht vergessen, auf dem Fahrrad gibt's auch eine Promillegrenze. Die ist 1,6. Wo ist überhaupt meine Sonnenbrille? Es geht schon besser. Heute Morgen ist erste Fahrstunde mit Helena. Wir sind genauso aufgeregt wie ihr. Wir haben Samstagmorgen, 9 Uhr. Ja. Oh. Ja, die GoPros sind scharf geschaltet. Oh, ich würde sagen, komm, wir machen Intro. Und dann rubbel die Katz ab zum Borsigplatz. Ja, nee, nicht in der ersten Stunde, aber dann später. Also, Intro und dann geht's los. Tja, Freunde, so ist das. Wenn das mit Conor McGregor gestern nicht gewesen wäre. Ja, ich bin hier schon, wie ihr seht, hier voll im Auto. 10 Grad, samstags morgens um 9 Uhr. Und mein super Sportler-Sportelgetränk. Genau. Ah, ändert sich gerade, jawohl. Moin, Mimi. Hübsche Menschen überall. Und die Helena ist auch schon da, sehe ich doch schon da vorne, da. So, ich bin genauso gespannt wie ihr. Oh, Schulterblick, alles gemacht. Wahnsinn. Morgen. Wie geht's? Ganz gut. Hi. Spring rein. Ja. Ach boah, du hast den Zettel direkt. Ja, klar. Bist voll vorbereitet. Hat Kati mir direkt gesagt. Ach stark. Und die Chips hast du auch. Ja. Mann. Cool. Alles dabei. Stark. Cool. Dann machst du erstmal bequem hier. Ich packe meine Zettel in meinen absoluten Schreibtisch hier. Wie geht's dir? Ja, nervös? Ja, schon. Echt? Ja, ich bin zwar schon mal so ein bisschen gefahren. Ja. Aber cool. Jetzt noch nicht so richtig so im Straßenverkehr. Aber Schaltwagen oder Automatik? Beides. Gut. Gut. Ja, dann guck mal, mach das so wie ich. Also ja, das mit dem Anschnallen auch. Aber du kannst dir den Sitz dann erstmal so einstellen. Probier so ein bisschen mit der Kupplung durch, dass du dir den Sitz so einschätzt, dass du bequem die Kupplung oder mal durchdrücken kannst. Genau. Ja, drück mal bis zum Fußboden. Genau. Ein ganz kleines Ministück nach vorne, aber Mensch. Ja. Cool. Ja, dann kannst du dir die Spiegel hier packen und so drehen, dass du locker, während du so sitzt, wie du sitzt, ja, einfach hinten rausgucken kannst. Dass du nicht immer so machen musst, um nach hinten zu gucken, sondern dass du einfach so, ja, einfach den Kopf kurz hochhebst und dann hinten das siehst. Gut, passt so? Ja. Cool. Guck mal, dann hast du noch rechts und links die Außenspiegel, ne? Ja. Wenn du da den letzten Türgriff sehen kannst und den Rest der Straße hinter dir, ist das richtig. Cool. Ach, den letzten Türgriff. Den letzten Türgriff. Ja. Genau. Wenn du den irgendwann mal nicht sehen kannst, weil jemand zu klein oder zu groß war bevor dir, dann hast du hier dieses Steuerkreuz, siehst du das? Ja. Und daneben so einen kleinen Kippschalter nach links oder ja, nach rechts. Ja. Und je nachdem, in welche Richtung du den kippst. Ja. Auf den links oder rechts. Genau, für links, ja, oder rechts. Das ist eigentlich relativ einfach. Okay. Und wenn du dann den Spiegel eingestellt hast, kannst du das so wie bei Xbox oder PlayStation einfach dieses Steuerkreuz bewegen und dann, ja, bewegt sich halt der Spiegel. Cool. Der Blinker, wenn du nach unten oben, das, ja, hast du am Schirm, der hat so eine Antick-Funktion. Also wenn du den einmal so antickst, ganz leicht, blinkt der dreimal. Genau. Ah, okay. Das hat man gemacht, so wenn du so zum Beispiel dann so Hindernissen später vorbeifährst, wenn da mal so ein Auto steht, mitten auf der Straße oder ein, ja, Fahrradfahrer, da brauchst du ja nicht so richtig krass einrasten den Blinker, sondern tickst den einfach nur, ja, und dann ziehst du so locker vorbei. Schalten willst du einmal probieren? Erster Gang, zweiter Gang, so kannst du ganz normal. Genau. Das ist gut. Erste. Genau. Zweite. Dritte. Vierte. Cool. Sauber. Genau. Du hast auch da so eine Anzeige in der Mitte, wenn du dir irgendwann mal nicht sicher bist, also wenn du so zum Beispiel den ersten machst, sagst du, ja, dir eine 1. Welche Anzeige? Da. Ach da, ja. Hast du eine 2 jetzt oder erste Gang oder... Okay. Wenn du hier ganz fest nach links drückst, probier mal, dann gehst du in diese, nee, noch weiter, mach mal einmal so, also so und jetzt nach links und nochmal nach links, also feste, ja, ah, okay, und dann nach oben, da ist der Rückwärtsgang, ja, also nicht, dass du Angst hast, dass du aus Versehen mal, weil das so ähnlich aussieht, ja, in den Rückwärtsgang kommst, musst immer so und dann, okay, über diese Barriere. Also was auf jeden Fall nicht passieren wird diese Stunde, wir fahren nicht mitten durch die Innenstadt und abwürgen und alle hupen und so. Und ja, das wäre super. Ja, also man hat ja immer so ein bisschen Paranoia vor so einer
in der ersten Stunde Straße und so, ja. Dann denkt man sich, Gott wunders, was passiert. Habe ich schon vorgestern gesehen, als Oliver mit jemandem unterwegs war da in der Straße. Da haben dann welche so Druck von hinten gemacht. Echt? Ja, unglaublich. Okay. Hier drin ist das so, ich bin ja generell auch ein entspannter Typ, ne? Aber auch selbst wenn die draußen hupen oder ausrasten, ist wichtig, dass du weißt, das muss uns komplett egal sein. Ja. Also natürlich ist das psychologisch, denkt man immer so, oh nein, ich will jetzt hier nicht. Aber versucht das so gut auszublenden, wie es geht, weil das behindert einen nur am normalen Denken, am normalen Fahren und so. Und wir gucken auch heute, ich habe extra so Strecken ausgewählt, dass wir wenig Fahrzeuge hinter uns haben, dass du dich erstmal an das Auto gewöhnen kannst. Ja. Immer so das Fahren, Schalten, Blinken. Ja. Und das alles so in Kombination. Und dann machen wir das so, dass wir uns von außerhalb der Stadt, also wir fahren halt um die Stadt praktisch drumherum, immer weiter in die Stadt reintasten. Also so ist das aufgebaut. Und jetzt am Anfang wird das so, ich sag mal, easy sein, so dass du denkst, boah, voll cool, läuft ja richtig gut. Und nachher wird es halt immer schwerer werden, weil wir dann halt diese Rechts-vor-Links-Geschichten machen und so. Mhm. Ja, hast du Fragen? Nö, erstmal nicht. Cool. Doch, also wie ist das mit Bremsen? Muss man, wenn man bremst, gleichzeitig die Kupplung treten immer? Das ist eine gute Frage. Nein, muss man nicht. Aber man muss den Moment kennen, wann man es braucht. Viele, also meine Schwester auch, die haben das, ich will nicht sagen falsch gelernt, aber die machen das tatsächlich so, dass sie die Kupplung einfach immer drücken. Das ist nicht so gut. Also fürs Auto einfach, für dich selber ist das egal. Also man kann die drücken. Ich zeig dir das gleich. Okay. Während der Praxis macht das dann mehr Sinn. Okay, gut. Cool, dann drück mal die Kupplung durch und dann schmeiß mit dem Knopf hier einmal an. Genau, so, jetzt läuft das schon mal. Ist schon mal gut. Erster Gang, genau. Handbremse ist hier elektronisch. Du musst im Prinzip das Ding hier runterdrücken. Einfach so nach unten. Kriegst du auch so ein Star Wars Geräusch hier und dann... Ist das los? Cool, ja, damit wir losfahren können, check einmal so, Schulterblick hier, dass da keiner kommt. Und dann tick mal den Blinker nach rechts an, damit die anderen überhaupt checken, dass wir hier losfahren. Genau, dann kannst du Bremse loslassen und so ein bisschen von der Kupplung, dass du dich so langsam so ranschleifst. Genau, löst die langsam, das sieht gut aus. Und dann drückst du es am besten wieder runter kurz, damit der nicht zu schnell wird. Und du kannst erstmal hier in Ruhe, genau da fahren wir lang, erstmal in Ruhe runterrollen und wenn dir das dann angenehm ist, gut. Genau. Und sobald du dich wohlfühlst, gibst du halt ein bisschen Gas. Komm hin. Das ist, wenn du kurz hinter dir guckst. Das ist chillig. Ja, okay, ist keiner. Genau. Guck mal, das jetzt hier, hast du gemerkt? Ja. Mach ganz locker, ganz langsam. Wenn du hörst, dass der so lauter wird, ne? Ja. Jetzt da vorne bleiben wir gleich. Müssen wir eh kurz stehen bleiben, wollen wir nicht schalten. Das ist so der Punkt, wo man dann gleich in den zweiten Gang gehen würde. Okay. Nimm mal Gas ganz weg. Einfach nur Gas wegnehmen. Wenn du jetzt gar nichts mehr machst, dann rollt das Auto immer mit der Standdrehzahl, mit knapp 1000 Umdrehungen. Siehst du das? Ja. Wenn du jetzt das Auto bremsen würdest, ohne die Kupplung, dann würde er abwürgen. Okay. Und dadurch, dass du jetzt die Kupplung drückst, drück mal durch, trennst du Motor und Getriebe und jetzt kann man auch ganz locker stehen bleiben. Ja. Ohne dass was passiert. Okay. Blinker rechts. Und dann schleifst du dich mit der Kupplung immer so ein bisschen. Also Kupplung lösen. Genau. Und wieder Kupplung drücken. So langsam hier ran. Genau. Ein bisschen rechts rumlenken. Genau, und schleif dich einfach ein bisschen weiter. Ja, ist alles gut. Genau, und schleif dich einfach noch ein bisschen. Bremse brauchst du nicht, deswegen klang das ein bisschen spektakulär. Und lenk schon rum. Erst zurücklenken. Genau. Jetzt kannst du langsam Gas geben. Und dann wirst du ja merken, dass der jetzt so langsam so lauter wird, ne? Ja. Und dann drückst du erstmal in Ruhe die Kupplung und lässt nur rollen. Also, ohne Gas? Ja, Kupplung drücken, Gas weg. Jetzt rollt das Auto und du nimmst den zweiten Gang. Cool. Kupplung langsam lösen. Und langsam wieder Gas. Richtig cool. Und jetzt merkst du ja, der wird schon wieder ein bisschen lauter. Ja. Machst du das gleiche nochmal, drückst wieder die Kupplung, immer ganz in Ruhe und immer lassen. Also Kupplung drücken, rollen lassen und dann den dritten Gang. Sehr gut. Dass du dieses, also genau, Kupplung los. In dem Moment, wo du die Kupplung drückst, ist dieser Rollenlassen-Moment wichtig. Morgen. Das sind meine Eltern. Echt? Ja. Cool. In dem Moment, wo du die Kupplung drückst, ist dieser Rollenlassen-Moment wichtig. Ja. Weil du hast ja gemerkt, du drückst die Kupplung und dann überlegt man so, wo ist der Gang und dabei zieht man so ein bisschen am Lenkrad. Ja. Um sich daran zu gewöhnen von Anfang an, nimm mal kurz Gas, ein bisschen zurück.
bitte einfach locker. Ja, ja. Damit du hier so locker um die Kurve kommst. Um sich von Anfang an daran zu gewöhnen, nutz immer so zwischen den Schaltvorgängen, nur am Anfang, in den ersten 2-3 Stunden, so einen leichten Moment, in dem du nur rollst. Okay. Weil wenn du das machst, gewöhnt man sich an diesen Move und kann das langsam und in Ruhe machen. Ja. Und dann ist das ziemlich schnell weg, dieses Zucken am Lenkrad. Ja. Das jetzt zum Beispiel, guck mal, wir dürfen ja hier 70 fahren. Mhm. Jetzt kannst du das so machen, erstmal nur die Kupplung drücken. Gas wegnehmen. So, jetzt rollt das Auto und dann machst du in Ruhe beim Rollen den vierten Gang. Genau. Und langsam lösen. Hast du gemerkt, du hast überhaupt nicht gezogen? Ja. Liegt aber daran, dass du dich dann darauf konzentrierst. Und je, ich sag mal, öfter du das gemacht hast, in dieser langsamen Phase, automatisch wird dir das langweilig und es wird schneller. Vom ja. Schild da vorne siehst du, ne? Ja. Jetzt hast du für die Kurve 50, genau, ein bisschen runterbremsen. Kupplung hast du schon durchgedrückt, okay. Und jetzt nimm mal wieder den dritten Gang. Einfach langsam, hast du gemerkt? Ja. Genau, langsam lösen. Kupplung kannst du lösen. Oder ganz wegnehmen den Fuß auch ruhig. Genau, dann bleibst du halt so ein bisschen am Gas. Das ist gut. Cool. Und jetzt kannst du so ein bisschen draufdrücken, weil wegen Berg. Den Fuß nimm mal jetzt ganz weg von der Kupplung. Also ja. So nach links kannst du direkt, genau. Damit der nicht wie so eine Adlerkralle immer da drüber liegt und du so dann nach 45 Minuten so, ah, ja, hier ist jetzt 70, aber ich würde das noch nicht machen. Warte lieber erst auch so bis nach der Kurve. Vor der Kurve ein bisschen Gas zurück. Jetzt wieder, wenn du so eine gerade Phase hast, dann kannst du in Ruhe gleich hochschalten. Genau, aber dann denk wieder an diese Bewegung. Also erstmal dieses Kupplung drücken, Gas wegnehmen. So bleiben, genau. Sehr gut. Du machst das übrigens alles hier alleine mit den Füßen, ne? Ich mache hier überhaupt nichts. Kannst den Fuß wieder zur Seite legen. Dadurch, dass du das alles so ruhig machst, ist deine Lernkurve dann ziemlich steil. Ja. Das ist cool. Sehr gut, sehr gut. Ach, das wird schlimm. Das ist häufig so. Also ich habe auch schon tatsächlich von ersten Fahrstunden gehört, die krass gewesen sein sollen. Ja. Du auch? Ja, auf jeden Fall. Ein bisschen links bleiben. Und dann langsam wieder Gas. Komm, dann erzähl du mir mal eine Story, weil ich kenne immer nur die langweiligen Fahrlehrer. Und ich glaube, das sind alles so Fallen, die immer ein bisschen chillen, die Geschichte. Also ich kenne so Stories von anderen Fahrschulen ganz, ganz viel, dass da sehr strenge Fahrlehrer sind, so alte Fahrlehrer, die das schon seit 60 Jahren machen. Ja, ja, ja. Und das die schon gar keinen Bock mehr haben und die schon bei der ersten Fahrstunde so fertig machen, dass die auch tausendmal den Motor abgewürgt haben und 100 Fahrzeuge hinter sich hatten. Krass. Okay, nehmen wir Gas kurz weg. Ja. Siehst du das gelbe Schild? Jetzt langsam einfach runterbremsen. Ja, ist gut. Bleib ruhig so in einem Move. Die Kupplung brauchst du erstmal noch gar nicht. Kannst du ganz loslassen. So reicht schon. Und jetzt rollst du erstmal locker hier durch. Und dann kannst du wieder, weil wir im vierten Gang waren für die 70, und jetzt wieder, genau, Kupplung drücken, rollen lassen und einfach gerade nach oben. Genau, Kupplung wieder lösen und ein bisschen Gas. Mhm. So ein Fahrlehrer hatte ich damals auch. Jesus, das war krass. Echt? Ja, klar. So zum schneeweißen Typ mit so einem Oberlippenbart. Das war nicht cool, ey. Das finde ich furchtbar. Ja, das stimmt. Also gerade ich könnte dann, glaube ich, auch überhaupt gar nicht lernen. Am Anfang als Fahrlehrer war ich dann auch so zu lieb so die ganze Zeit. Ja. Ich meine, ich bin ja jetzt nicht böse, aber ich habe dann immer nur so leichte Sachen gemacht, weil das war zu leicht einfach. Keine Herausforderung. Genau, keine Herausforderung. So, ne? Aber dann habe ich mittlerweile so ein guten Mittelweg gefunden, ne? Zwischen anspruchsvollen Geschichten. Ja, genau, kommt durch und langsam runter. Sehr gut. Zwischen anspruchsvollen Geschichten und Spaß. Ja. Genau, roll weiter, das ist sehr gut. Und jetzt bremse los. Jetzt nimmst du mal den zweiten Gang. Einfach so während der Fahrt. Genau. Und langsam Kupplung wieder lösen. Gut. Und direkt wieder Kupplung durch. Gas weg. Und leicht wieder gerade nach oben in den dritten Gang. Aber nur ganz leicht. Zack, zack, Kupplung lösen. Korrekt. Okay, gib mal nicht so viel Gas, weil man sieht auch noch nicht, was hinter der Kurve ist. Ein Kreisverkehr. Genau. Du kannst dir schon mal merken, Kreisverkehre immer mit dem zweiten Gang. Also erstmal Kupplung, dann in den langsam, Kupplung drücken. So, genau. Zweite war bei dir, ja. Langsam lösen, dann merkst du die Kupplung lösen, dann merkst du die Motorbremse. Jetzt nichts mehr machen, roll einfach. Das Auto geht auch nicht aus, wenn du kein Gas gibst. Aber muss ich nicht jetzt erstmal springen? Nein, nein, wir rollen einfach da rein. Guck mal, da kommt keiner. Brauchst du auch gar nicht blinken. Ja. Nein, nein. Einfach locker weiter. Wir fahren nämlich geradeaus wieder raus. Okay. So, schön rum. Und dann schaffst du jetzt blinken. Gut.
sobald du gerade bist, jetzt drückst du locker wieder ein bisschen an. Nee, keine Kupplung. Ach so. Ist doch schon alles fertig. Du brauchst nur ein bisschen Gas. Bis du wieder hörst, oder es wird wieder lauter. Ja. So jetzt? Dann Kupplung drücken, Gas weg. Rollen lassen und dritte Gang. Gut. Und wieder ein bisschen Gas. Hast du gemerkt, du wolltest jetzt schon schneller. Ja. Und deswegen zack, noch ein kleiner Zucker da drin. Genau. 70 dürfen wir. Jetzt kannst du, ich würde warten, bis man so die Kurve hier überblicken kann. Also in der Kurve starten ist so, sobald du halt jetzt hier sehen kannst, ist es ab, grün, hier kommt keiner, alles ist frei, kannst du wieder ein bisschen Gas geben, ein bisschen draufdrücken. Bis du dann wieder hörst, okay, wird lauter, dann so bei 60, 70, kannst du dann in Ruhe gucken und genau Gas weg und wieder nach einfach nach unten. Genau. Ja, dann läuft das. Das war geil, wie die ganzen Menschen hier reingaffen. Ja, ja. Samstags morgens ist eigentlich eine gute Uhrzeit, weil da ist nicht so viel los auf den Straßen. Da kann man immer. Das ist besser als irgendwie, weiß nicht, dienstags. Dienstagnachmittags, ja. Ist wirklich gut. Guck mal. Genau. Im Prinzip kannst du so rollen lassen und jetzt wieder nur Kupplung durch. Und wieder zurück in den dritten Gang. Ja, yep. Kupplung wieder lösen. Versuch dir von Anfang an anzugewöhnen, den Kupplungsfuß ganz nach links einfach so wegzulegen, so neben die Kupplung einfach. Ja. Genau, weil sonst so unterbewusst ist der immer so bereit, weißt du? Die Kupplung zu drücken. Ja, ja, genau. So, Kreisverkehr. Warte. Erstmal gar nichts machen, nur ein bisschen bremsen. Okay. So, das reicht, genau. Und jetzt Kupplung drücken. Zweiter Gang. Nee, war bei dir zweiter Gang. Ja. Und Kupplung lösen, ganz lösen und nichts mehr machen. Und jetzt beobachtest du nur. Wenn da keiner kommt, rollst du einfach weiter und wir rollen die erste wieder raus. Gut. Und sobald das passt, einfach langsam wieder ein bisschen Gas. Ich meine, hier ist eh 50. Und jetzt in Ruhe wieder Kupplung durch, Gas weg. Sehr gut. Siehst du, und diesen Moment, den du dir jetzt Zeit gelassen hast, der erspart dir das. Ja, dieses Lenkrad umreißen. Genau. Ja. Ist aber nicht 50 gefahren. Nein. Schönes Wetter erwischt hier. Das stimmt. Im Winter sind manchmal Fahrstunden ungünstig, wenn du so, keine Ahnung, 3, 4 Uhr nachmittags dann so erste Fahrstunde hast, dann ist noch so, schon so Regen, Nebel, Grau. Ja. Und manche haben dann erst nach der Schule so um 5 Uhr Zeit. Da wird es schon fast dunkel. Schon dunkel. So. Das stimmt. Nicht ganz so cool. Ja, das ist bei mir auch so. Ich habe einmal bis 4:30 Unterricht. Dann kommen wir schon quasi wieder im Dunkeln von der Schule zurück. Ja. Und dafür dann montags irgendwie 4 Freistunden. Ja. Dann die letzte wahrscheinlich irgendwann. Dann bis 4:30. Ja. Ja. Wäre gut, morgens alle zusammen und dann ist weg. Ne? Ja, richtig. So, check mal kurz deine 50. Oh. Ja, schon 51. Und dann nimmst du einfach Gas ein bisschen zurück. Passt. Und dann langsam wieder ans Gas dran. Ist übrigens völlig in Ordnung, auch nachher für die Prüfung. Also der Prüfer weiß, du bist hier keine Maschine. Ja. So, deswegen ist das nicht so schlimm, alles gut, wenn du mal ein bisschen schneller fährst. Hauptsache es fällt dir selber auf. So, da kommt wieder ein Kreis. Genau, Gas ganz weg. Erst Kupplung durch, jetzt bremst erst ein bisschen. Das reicht schon, genau. Und dann zweiter Gang. Yep. Alle Füße wieder lösen. Da merkst du immer die Motorbremse, ne? Mhm. Und guck weit nach links. So, da links rüber, da wo der Bus steht. Wenn da keiner ist, rollst du einfach so weiter. Genau, wir rollen geradeaus wieder raus. Okay. Sehr gut. Blinker. Oh, gut. Voll schön hier. Vorfahrt gewährt. Verschmutzte Fahrer. Tipptopp. Ja, und wenn es dir passt, drückst du langsam wieder aufs Gas. Zwischendurch, wenn du mal kurz hinter dir guckst. Ja. Läuft. Sehr gut. Vorausschauende Fahrweise, ne? Heißt, du guckst schon, was so hinter dem Horizont da hinten passieren könnte. Ja, also wieder ein Kreis runter. Und dann kannst du überlegen, ob sich das lohnt, in den dritten Gang zu gehen oder ob du direkt im zweiten bleibst. Ja, im zweiten. Gut, wir fahren dann Richtung Werne und Südkirchen. Also rechts hier, erste. Wenn du nochmal kurz hinter dir checkst, ist immer noch alles cool. Zweiten Gang haben wir, das brauchen wir auch nichts mehr machen. Ne, die Kupplung brauchst du gar nicht, die kannst du ganz lassen. Links beobachten, dann kannst du so locker weiterrollen. Cool. Wenn es passt, schmeißt den Blinker an. Okay. Und dann einfach locker wieder ans Gas. Sauber. Und dann guckst du durch, Gas weg. Den Fuß kannst du wieder zur Seite legen. Genau.
Wir sind übrigens außerhalb geschlossener Ortschaft. Deswegen ist immer hier nach den Kreuzungen und so stehen hier so Schilder. Und sonst wäre alles aufgehoben mit dem Weg mit 100 Ballern. Das ist cool. Genau, 70 darfst du jetzt. Wenn dir das gefällt, dann drückst du noch ein bisschen drauf. Genau, ein bisschen links bleiben. Sehr gut. Ich hätte auch gedacht, dass ich am Anfang jetzt mal so mit 20, 30 km/h so sagen, so läuft das schon gut. Und jetzt kannst du wieder gleich den vierten Gang nehmen, aber in Ruhe. Kupplung durchdrücken, wieder rollen lassen, gerade nach unten. Sehr gut, wieder los. Genau, noch zur Seite. Sehr gut. Und dann wieder ein bisschen Gas. Nee, das wäre voll langweilig. Ja, schon. Das bockt ja gar nicht. Ich habe auch schon gehört, dass viele in ihrer ersten paar Stunden nur am Parkplatz fahren. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Ich dachte, so wird das vielleicht auch enden. Ja, nein, also ich will mich da aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich weiß ja nicht, was die da für Spezialtechniken lernen da auf dem Parkplatz, aber ich denke mir mal so, es ist halt auch wichtig, dass du das... Man alles nur in der Praxis. Also ja, das alles, was du schon im Kopf hast, fahr doch einfach. Ne? Und dann merkst du schon, ach, das ist das, das ist das, so mache ich das, so mache ich das. Ja, richtig. Also auf dem Parkplatz lernt man es, glaube ich, wirklich, wie das im Straßenverkehr ist. Korrekt. Wenn die jetzt gelb wird, fahr weiter. Ja, das würde ich wahrscheinlich auf der Kreuzung stehen. Ja, und der hinter dir, der macht auch ziemlich große Augen, weil der damit nicht rechnet. Ne?